Derweil mal überlegen, was man denn noch sonst noch so schnacken könnte. Über Autos. Naja. Über Autos. Bin natürlich ein Autofan. natürlich. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt hier über Autos labern sollten. Ich glaube mal, wir könnten auch über deutsche Comedians reden. Das hört sich an, als hätte ich hier irgendwo gerade abgelesen, aber habe ich echt nicht. So, erstmal kurz was trinken. Über deutsche Comedians. Ja, für die letzte halbe Stunde. Da könnte ich das ja mal anschneiden, das Thema. Ist das bei mir gerade Thema? Nein, ich denke eher nicht. Ich gucke deutsche Comedians gar nicht mal so gerne, sag ich mal. Gibt immer noch einige, die man sich antun kann, sag ich mal. Aber da gibt es auch richtig viele, die man sich nicht antun kann, meiner Meinung nach. Geschmäcker sind ja verschieden. Ist ja klar. Und das sollte es ja auch sein, klar. So, ich probiere mal eben das Ohr. Cool. Cool sieht das aus. Nicht verkehrt, nicht schlecht. Die hier noch verwursten. Und was hatten wir vor? Wir wollten dort Fenster einbasteln. Das werde ich mal noch tun. Derweil. Und deutsche Comedians. Ich muss sagen, ich gucke auch lieber ja die amerikanischen Comedians. Wenn ich jetzt jemanden nennen müsste, boah, würde mir da spontan ein Name einfallen? Auf jeden Fall Eddie Murphy. Bloß weil ich mir neulich mal wieder reingezogen habe. Das, oh, wie hieß das noch? Delirious, glaube ich, hieß das auf Netflix von Eddie Murphy. Da haben wir ja Glas. Reichen uns, na, 26 müssten reichen. Und das habe ich mir reingezogen und das müsst ihr auch mal tun. Wenn ihr kein Netflix habt oder so, dann guckt mal im Internet. Irgendwo wird es das mit Sicherheit geben. Ist zwar in Englisch gehalten, komplett natürlich. Der Eddie Murphy ist ja Amerikaner. Warum sollte er denn da auf Deutsch labern? Aber da siehst du mal, wie gut Stand-up-Comedy sein kann, ja. Auf jeden Fall gegenüber von uns Deutschen. Wenn ich jetzt sagen müsste, wem ich mir als Deutschen noch gerne angucke, wen würde ich denn wählen? Ich glaube mal sowas wie Ditsche von Olli Dietrich, sowas zählt doch auch zu Comedy, ne? Auf jeden Fall. Und das gucke ich immer mal wieder gerne, auch jetzt jüngst auf Netflix, glaube ich, sogar veröffentlicht. Hab's aber auch vorher schon immer gerne geguckt gehabt. Und ich finde, selbst für mich gesprochen, ist der Olli Dietrich auch kein verkehrter Typ, kein verkehrter Lümmel. Da gibt es ganz verkehrtere bei uns im Lande. Wie zum Beispiel, boah, wer ist denn Cindy aus Marzahn zum Beispiel? Kann ich überhaupt nicht. Das ist für mich, ja, so sollte man Comedy auf keinen Fall machen, finde ich. Da, weiß nicht, gibt Leute, auch, was weiß ich, aus meinem Bekanntenkreis, sag ich mal, die darüber feiern können, die sich darüber scheckig lachen können, aber alter Schwede, nee, ich bin nicht so ein Zimli aus Marzahn-Fan, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir scheinbar nicht lustig sein können. Ich weiß das nicht. So kommt mir das vor. Wir können es einfach nicht, aber woran das liegt, das weiß ich nicht.
Da habe ich keine Ahnung von. Vielleicht hänge ich da auch nicht so tief drin. Also bin jetzt niemand, der jetzt hier Comedy wirklich regelmäßig guckt. Wenn ich mal was im Fernsehen sehe, im deutschen Fernsehen, oh, dann meistenteils auf D-Max irgendwelche Sendungen. Keine Ahnung, oder Bob's Burger oder sowas. Und ich habe die erste Eisenschaufel verbraten hier an unserem Dach. Scheiße. So, hier kommt ja dann sowieso noch Kobli rein. Zecken, Zecken. Und da kann er auch rein. Der kann hier einmal ringsrum. Das stört niemanden. Da kommt eh Mauer unter. Noch. Also haben wir den Steam mal hier einmal ringsrum. Zack, zack, zack. Und hier Nito. Und dann gibt es da auch noch bei uns. Oh, das. Ich weiß nicht, das. Ja, das ist. Also, du bist als DJ unterwegs und du hast auch mal größere Veranstaltungen. Also, zu unseren größten. Also, wenn ich sage, unsere größeren Veranstaltungen. Ja, dann meine ich damit, dass es bei uns, was weiß ich, irgendwelche größeren Dorffeste sind von. Boah, wie viel Mann kommen denn da hin? Weiß gar nicht, so über den Tag gesehen. 700 im Höchstfall mal, ansonsten weniger natürlich, 700 Mann, vor denen du da dann, kann das hinkommen mit Feuerwehr zusammen? Vielleicht waren es im Höchstfall mal 700 Mann, ansonsten weniger natürlich, aber da hast du auch manchmal, oder na, was heißt manchmal, einmal war das gewesen, da hatten wir, ich zusammen mit meinem Bruder natürlich wieder eine Feier gehabt, ein Dorffest gehabt. Und dort ist so ein Helga Hahnemann-Verschnitt aufgetreten. Und ich glaube, sowas gibt es auch in Richtung Cindy von Marzahn. Heißt sie von Marzahn? Ja, natürlich heißt sie von Marzahn, nicht aus Marzahn. Cindy von Marzahn. Habe ich mal gehört von und das auch bei uns in der Gegend. Und darauf warte ich immer noch, dass die irgendwann mal auf den Trichter kommen, bei uns in der Gegend irgendwie mal so ein Dorffest schmeißen wollen mit ja, dem Cindy aus Marzahn-Duwe. Ich glaube, ich würde eingehen da den ganzen Tag. Aber da ist den ganzen Tag so ein Programm, da hast du ja im Höchstfall in einer Stunde runter, denke mal. So ein Comedy-Programm, so nachgestelltet von der oder so. Ich denke mal, ich würde eingehen. Dann bin ich ja schon bei Helga Hahnemann eingegangen. Aber da war ich zum Glück nicht der Einzige. Mein Bruder ist eingegangen und noch viele andere. Ja. Nee. Ja, und darauf warte ich noch, dass sie die irgendwann mal einladen. Weil ich glaube, ja, es gab schon Veranstaltungen, da wo ich das mal gesehen hatte. Glaube ich. Oh, aber das will man noch nicht sehen. Ich weiß nicht, was man daran findet. Ich glaube mal, der Mario, naja, obwohl Mario Barth geht immer noch. Im Gegensatz zu Cindy aus Marzahn ist, also Mario Barth ist auch nicht mit amerikanischen Stand-Ups zu vergleichen, sag ich mal. Ist eine ähnliche Wurst, sag ich mal, aber im Gegensatz zu Cindy aus Marzahn auf jeden Fall lieber. Wobei ich sagen muss, an ihr, also ich weiß nicht, ob sie wirklich Cindy heißt, die Person, die Cindy aus Marzahn verkörpert, oder ob das quasi bloß so eine Figur ist, die sie sich ausgedacht hat. Aber ich glaube mal, würde man die privat sprechen, ohne dass sie so ist, würde das, ja, denke mal, schon ein vernünftiges Mädel sein. Ohne jetzt auf das Äußerliche natürlich zu gucken. Und da gucke ich, ja, also bin nicht der Typ, der immer nach dem Äußerlichen geht. Da ist mir doch egal, ob mein Gegenüber dann ein bisschen kräftiger unterwegs ist, sag ich mal. Ein bisschen wuchtiger.
Da wird trotzdem mit rumgeschnackt, wenn man in Schnacklaune ist. Das ist doch ganz egal. Das sollte doch kein Hindernis zum guten Schnack dastehen. Jetzt schon wieder so weit, Leute. Jetzt schon wieder so weit. So, jetzt macht's gleich plupp und dann ist richtig dunkel, oder wie? Ah, nee, jetzt können wir pennen. Nee, aber das müsst ihr euch mal geben. Das Programm vom... Der mag scheiße sein, auf jeden Fall, mit seinen neueren Filmen, obwohl ich... Wie heißt denn der neueste Film, ich glaube? The Church? Irgendwas mit Church, glaube. The Church? Nee, The Church. Das hört sich an wie so ein Horrorstreifen. Ah, nee, ja, irgendwas mit Church. Also Eddie Murphy, meine ich jetzt. Um da nochmal zurückzukommen zu ihm. Ihr habt auf IMDb gesehen gehabt, dass der Film gar nicht mal so übel sein sollte. Aber sein Stand-Up-Comedy-Programm, ja, ich möchte sagen, es hieß Delirious. Das ist aus den 80ern, aus den frühen 80ern. Und da war Eddie Murphy noch richtig, richtig gut gewesen, auf jeden Fall. Und späterhin dann fand ich auch, wie viele andere, hat er dann nicht mehr so gute Dinge gemacht gehabt. Quasi ist, wenn ich gut sage, ja, sind so, wenn er Filme hat er ja gemacht, das wissen wir. Oh Mann. Aber zu seinen guten Filmen zählt für mich natürlich auch wie heißen denn die? Irgendwas mit Cop. Selbst da komme ich nicht raus. Beverly Hills Cop. Genau. Jetzt komme ich daran mit meinem Brain. Die Beverly Hills Cop Filme und auch, ja, was weiß ich, der Prinz von Zamunda oder so, das war, glaube ich, auch noch 80er, ne? Kann das sein? War auch nicht verkehrt. Eine lustigere Nummer auf jeden Fall. Und damals hat er halt eben noch drauf gehabt. Ihr müsst euch echt mal das Comedy-Programm geben, wenn ihr denn könnt. Das ist schon echt nicht verkehrt gemacht. Ansonsten von den Ami-Stand-Up-Comedians, wie heißt denn der? Den sie ebenfalls bei uns kopiert haben. Bei uns ist das doch der Grammel, glaube ich, mit den Handpuppen. Und ja, ob er ihn nur kopiert hat, dann möchte ich gar nicht behaupten. Ich glaube, oder ich weiß, er macht einen guten Job mit seinen Handpuppen auf jeden Fall. Der Junge, und wie heißt der aus Amerika? Mann, ey, den habe ich auf Facebook. Wie heißt der noch gleich? Ich komme da jetzt nicht drauf, aber vielleicht wisst ihr, wem ich meine. Ebenfalls ein Herr mit Puppen. Und der hatte auch so einen älteren Herrn dabei, der immer mal gerne ein bisschen Tacheles redet. Der redet immer mal ein bisschen gerne Tacheles. Ja. Und das ist ebenfalls nicht verkehrt, auf jeden Fall. Also das ist so das, was ich mir dann, wenn ich denn mal Comedy gucke aus Amerika oder generell Comedy gucke, was ich mir dann gebe, ja. Den Mann, wie heißt der, ey? Oh, mir liegt's auf der Zunge, ey. Das ist so ein schlimmes Gefühl. Das hast du öfter mal, oder? Das habt ihr doch... Was war denn das? Ein Klopfen? Nein. Vielleicht um meine Kopfhörer, weil ich da eben dran rumgejackelt habe. Das, wenn dir was auf der Zunge liegt, aber du kommst nie drauf. Das ist so ein richtig kacken Gefühl. Oh, nee. So, hier brauchen wir Sand oder Gravel oder sowas, damit wir uns hier schöne Wege machen können. Ich guck mal eben auf Handy, wie viel Zeit uns noch bleibt. Dann würde ich nämlich gerne noch
da hinten weiter ausbauen. Wir haben 2,53. Komm, ich mache noch 20 Minuten länger. Dafür mache ich unsere Felder hier fertig. Zumindest so, dass man das erkennen kann, dass das irgendwie schon Form annimmt, ja. Dazu brauchen wir hier auch mehr Oak Trees, weil dazu brauchen wir mehr Oak Holz, Stämme für unseren Zäunchen umrum. Und das hole ich mir nochmal gerade hier raus. Da. Nee. Ja, wie heißt der? Dunham? Jeff Dunham? Kann das sein? Ich denke schon, ne? Zumindest so ähnlich, glaube. Und der ist ebenfalls nicht verkehrt. Jo. Ansonsten bei uns, Ditsche, wem gucke ich denn von den Deutschen noch? So, wir haben dort Holz. Wir brauchen Axt. Haben wir. Wir brauchen Schaufel und wir brauchen Spitzhacke. Haben wir auch. Gut. Aber für den Weg wollte ich noch mitnehmen. Aber das können wir auch später tun. Ich werde jetzt erstmal hier reinhauen. Vielleicht ein paar mehr. Vielleicht ein paar mehr. Von uns Deutschen. Was machst du denn hier? Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, dass der Raab gut war. Ich weiß. Also, wenn ich sage, der Raab war gut, dann meine ich. Und dann wächst hier tatsächlich dann auch. Na, vielleicht macht das Oplopp, wenn das eh mal reif ist. Wer weiß. Dann fällt's aus oder so. Also dann verrottet es schnell mal. Oder verschwindet. So, die neuen Happa machen. Nee, ich hau. Erstmal Brot hier auf dem Rasenkante hier hauen, Junge, 2-3 Mal und dann hinter ihr schlucken. Ah, nicht schlecht. Ey, hier sind wir sogar schon. Ach nee, wir müssen noch in den ganzen Acker rein. Das heißt, er ist zuscheißen da oben, das sehe ich hier. Und dann können wir rausbaggern wieder. Naja, gut, dann mache ich mir mal bei. Von uns Deutschen, ja, der Raab, der war nicht schlecht. Da haben sie. Ich hatte mal von meinem Bruder, der hat die gehabt, die DVDs von TV Total. Der hat da immer dann regelmäßig so eine DVD rausgebracht. Oder sie haben regelmäßig eine DVD rausgebracht. Ich denke mal, das war ja nicht selber. Und da war mal, glaube ich, auf irgendeiner DVD ein Special drauf von ja, einem Ausschnitt, wo er das Publikum quasi anheizt zur Show. Und das war nicht verkehrt gewesen auf jeden Fall. Das ja, zählt doch auch schon unter Stand-Up-Comedy dann. Wenn du am Anheizen bist, wenn du so ein bisschen mit dem Publikum, was da schon sitzt, parat sitzt, fertig zur Show sitzt, da mit ein bisschen Spinnsel betreibst, sag ich mal. Und das war ebenfalls nicht verkehrt, aber sowieso nicht. Wie der Junge sich gemacht hat überhaupt, in seine Geschichte von einem Viva-Moderator. Wie sieht alle träumen, ja. Die ganzen Viva-Moderatoren, den Kafka oder so, der kam da auch von Viva oder MTV, ich weiß das gar nicht genau. Und ja, der wäre auch so gerne ein Raab geworden, denke mal, vom Bekanntheitsgrad her, möchte sagen, vielleicht ist er der geworden für den einen oder anderen, dass da immer noch Fans draußen rumkursieren von dem Markus Kafka, heißt der Markus, ich glaube, ja. Oder kam denn nicht Emi von The Mike Lockjes
auch von Viva, kann das sein? Ganz früher. So etwa Rabzeiten, ein bisschen später, glaube ich. Ne? Oder? Nee, müsste genau dieselbe Zeit gewesen sein, möchte ich sagen. Das weiß ich allerdings nicht genau. Bin hier nur am Spekulieren, Leute. Bin hier nur am Spekulieren. Die Emi. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Der Rat generell nicht. Finde ich schade, dass er aufgehört hat. Nee, eigentlich nicht wirklich. Muss jeder selbst wissen, wann er aufhört. Und ja, war nicht schlecht, dass er gemacht hat, auf jeden Fall. Finde ich. Muss man ja nicht unnötig hinauszögern. Wie der Fatzke von den Beatles. Ihr wisst, wem ich meine. Den man ständig überall gesehen hat. Nun eher weniger, aber ich glaube eine Zeit lang vor kurzem, vor 3-4 Jahren oder so, da wo man den ständig irgendwie gesehen hat. Das ist der Inbegriff eines Fatzkes. Ah, nee, ist spät, ey. Oh, ich sollte, ist echt spät, ich sollte mal pennen gehen, ey.